Hallo zusammen, mich hier ist wieder Tilla und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Und zwar geht es um ein Achievement, das tatsächlich sehr nützlich ist. Und zwar schaltet uns das Achievement da, ja, die alte Instanz von Scholomance frei. Und das Ganze schimpft sich auch passend Erinnerung an Scholomance. Und ja, diese Freischaltung ist hier dementsprechend eine Accountweite. Heißt, ihr müsst das ganze Rätsel mit einem Char machen. Und dann habt ihr diese Freischaltung auf allen Chars. Ich befinde mich hier vor Scholomance und dort haben wir ja die neue Instanz, die mit MOP eingeführt wurde. Einmal links, da können wir reinlaufen. Und dann haben wir das neue Portal, einmal hier nach rechts. Und wenn wir hier drauf klicken auf dieses Buch, dann können wir uns reinporten. Das könnt ihr aber jetzt noch nicht sofort machen, sondern wir müssen da ein kleines Rätsel absolvieren. Da müssen wir einige Sachen besorgen. Dauert auch schon ein bisschen und ja, ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt einmal komplett durch. Was es hier im alten Scholomance gibt, ob das für euch überhaupt interessant ist, darauf können wir jetzt mal kurz eingehen. Und zwar gibt es natürlich alles Mögliche an alten Tirmog, wie ihr hier seht. Also es sind einige Items. Auch einige T0-Teile so rum, also die man damals in Classic kriegen konnte. Mir ist auch schon ein bisschen was gedroppt. Ich bin nämlich vorhin auch mal durchgelaufen. Und natürlich einige alte Rezepte, wo man dann sich dementsprechend Items herstellen kann, die für T-Mog auch sicher wieder interessant sein könnten. Genau, hier könnt ihr dann so oft durchlaufen, wie ihr wollt. Wie gesagt, mit allen möglichen Twinks und dementsprechend auch dann ja, Rezepte farmen. Ihr seht, ich habe hier schon ein altes bekommen oder halt hier auch dieses T0-Zeug. Gut, das war's soweit. Dann schauen wir einmal in die Schritte rein, die wir absolvieren müssen, um dementsprechend das freizuschalten. Kleine Randinformation noch. Das Ganze braucht ihr tatsächlich auch, um dann Nax freizuschalten. Also wenn ihr das auch noch machen wollt wegen dem T3, ist der Teil hier auch notwendig. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, was wir denn überhaupt machen müssen, um das alte Scholo freizuschalten. Als allererstes solltet ihr euch schon mal ein paar Materialien besorgen. Und zwar werden wir die nämlich nachher noch brauchen. Wir haben hier einmal 5 Essenz des Untodes, brauchen wir einmal. Und dann haben wir noch 3 Dunkelrunen. Die könnt ihr alle im Auktionshaus kaufen, kosten ein paar hundert Gold. Solltet ihr am besten schon mal mitgenommen haben, bevor ihr jetzt anfangt. Dann benötigen wir ein Spielzeug. Wenn ihr das schon habt, ist es top. Sonst müsstet ihr es halt vielleicht blöderweise farmen. Krastinovs Tasche der Schrecken heißt das. Und das können wir einmal farmen in Scholo, und zwar im neuen Scholo. Wo befinden wir uns jetzt? Wir sind einmal hier Scholomance, ne? Das ist einmal hier oben in den westlichen Pestländern, beziehungsweise so ein bisschen auf der Grenze zwischen beiden. Und dort haben wir den Instanzeingang bei 6973. Ich würde sagen, wir gucken nochmal rein. Soweit ich das noch richtig weiß, hat man das nur im HC bekommen. Dazu müsst ihr einmal auf quasi 5-mal Dungeons HC umstellen. Und jetzt ist es so, dass wir durch die halbe Instanz durchtigern müssen, um da dementsprechend hinzukommen. Also wir sind jetzt hier quasi im ersten Raum, dann müssen wir hier runter, hier rum und dann dementsprechend hier in diesem Raum vor dem 4. Boss müsste das sein, da kann ein Rare Mob spawnen. Und zwar ist das dementsprechend ja so ein Typ mit so einem Hackebeil. Das sieht genauso aus wie das Toy, das werden wir jetzt aber nachher gleich mal auch noch einsetzen. Und ja, der hat eine 100%ige Chance, das Toy zu droppen, ist aber relativ selten da. Das ist quasi so ein Rare Boss. Ihr könnt das Ganze in dem farmen, indem ihr dementsprechend, wenn ihr es jetzt noch nicht habt, mit mehreren Twinks reingeht, ne? Also immer mit einem anderen Char ran. HC kann man ja einmal am Tag laufen, soweit ich weiß. Und dementsprechend das da farmen. Eine Alternative ist auch, wenn ihr jemanden kennt, der das Toy schon hat, könnt ihr auch zusammen den nächsten Schritt machen, denn nur ein Spieler aus der Gruppe braucht das Toy, um quasi die nächste Freischaltung quasi zu aktivieren. Sobald ihr euch das Toy dann gefarmt habt, könnt ihr quasi in den Normal-Modus der Instanz reingehen. Heißt, wir schalten dann hier wieder um, Normal, und laufen dann die Instanz einmal komplett durch. Ja? Und zwar gehen wir dann bis zum Endboss, also ihr kommt ja wie gesagt hier rein, ne? Haut den ersten Boss um, lauft dementsprechend hier weiter, zweiter, dritter, hier runter, vierter. Hier war ja der Typ, den ihr im HC gefarmt habt, falls ihr das Toy nicht habt, dann lauft ihr hier runter und kommt da hinten in den Endbossraum. Und hier, wenn ihr den Endboss umgehauen habt, lauft ihr quasi in der oberen Etage außenrum und nehmt den mittleren Raum. Da müssen wir jetzt rein, ne?
Und jetzt hier werden jetzt die unteren Räume angezeigt, aber wir können oben auch rumlaufen und gehen in den mittleren Raum. Ich zeige euch das nochmal kurz, dass ihr es vielleicht besser seht. Also hier haben wir die Treppe runter, ne? Und unten sind drei Räume, oben sind auch drei Räume. Rechts, rechts, links, ne? Und hier in der Mitte, in den wollen wir rein. Und hier drin haben wir einen Knochenhaufen. Und zwar liegt der da. Und da brauchen wir jetzt das Toy für. Wir stellen uns auf den Knochenhaufen drauf. Und jetzt benutzen wir das Toy einmal. Sind wir nämlich der Doktor. So. Und jetzt erscheint hier so ein Geist. Und dieser Geist ist quasi verängstigt vor uns. Weil ich glaube, wir haben sie umgebracht. Also dieser Doktor. Jetzt müssen wir den Buff einmal wegklicken. Und jetzt merkt sie, okay, wir sind nicht der Typ. Und sie hat einen neuen Dialog jetzt. Jetzt können wir sie nämlich auch einmal anquatschen. Und einmal was fragen. Da klicken wir uns jetzt durch. Wenn euch die Story interessiert, könnt ihr das natürlich selbstverständlich auch gerne durchlesen. Und jetzt haben wir dementsprechend ein Item. Ja, ihr seht, das ist auch vom Spiel removed. Und wenn wir unsere... das können wir auch anlegen, wie ihr seht. Wenn ihr jetzt, wie ich, die Materialien direkt quasi schon in der Tasche habt, dann wandelt sich das Item um. Wenn ihr die Materialien nicht in der Tasche habt, dann habt ihr noch quasi ein unvollendetes Item und dann müsst ihr erst die Materialien besorgen. Ihr müsst anscheinend nicht anklicken, das hatte ich jetzt gedacht, ne, dass man draufklicken muss und es umwandeln muss, sondern wenn ihr mit ihr quatscht und die Materialien direkt habt, bekommt ihr auch schon das fertige Schmuckstück und das müsst ihr auch anlegen, um dann mit ein paar Sachen interagieren zu können, beziehungsweise ein paar Mobs sehen zu können. Und ja, jetzt können wir hier einen Oberschenkelknochen einmal anklicken. Der ist direkt hier in dem Haufen. Und das ist schon das erste Item, was wir einmal benötigen. Sobald wir diesen Oberschenkelknochen haben, können wir wieder einmal aus Scholo raus und können quasi vor der Instanz mit der Eva sprechen. Da sehen wir sie nämlich, sobald wir dieses Trinket anlegen, wenn ich es jetzt ausziehe. Ah ne, es ist sogar immer noch da, okay. Aber wir haben hier jetzt quasi diesen Geisterbuff. Wir können jetzt quasi mit ihr quatschen und sie will, dass wir ein Ritual ausführen und dafür müssen wir jetzt ein paar Sachen besorgen. Ich würde sagen, dann begeben wir uns jetzt einmal hin. Als nächstes müssen wir wieder nach Scholo rein. Und zwar sind wir jetzt in dem Raum hier vorm Endboss, ne? Also hier geht es quasi runter zum Endboss und dem Raum sind wir. Und hier sind jetzt verschiedene Bücherregale. Und wir müssen jetzt auf die rechte Seite, wenn wir zum Endboss weiterlaufen, von dem Gang im Endeffekt. Ja? Und da befinde ich mich. Also da oben kommen wir quasi vom vorletzten Boss rein und hier geht es zum Endboss weiter. Und hier haben wir jetzt ein Regal. Und dieses Regal müssen wir jetzt ganz nah ran. Und ihr seht, da hinten drin ist ein helleres Buch. Das ist keine Chance, das von außen zu sehen. Muss ihr wirklich ranzoomen. Und das können wir anklicken. Und wenn wir das anklicken, dann haben wir hier Evas Tagebuch. Das ist schon mal das Erste, was wir brauchen, um das Ritual auszuführen, ja, von dem Eva gesprochen habt. Ne? Also zumindest, wenn ihr euch den Dialog durchgelesen habt, dann steht da drin, dass sie ein Ritual ausführen will. Dann sind wir jetzt am nächsten Spot, und zwar Korings Kreuzung, schimpft sich das, in den östlichen Königreichen, beziehungsweise östliche Pestländer auch, genau. Und dort gibt es ein Haus und in dieses Häuslein müssen wir einmal rein. Warte mal, ich gehe nochmal kurz raus. Also warte mal, fliegen wir mal einen Ticken hoch. Also ihr seht, hier haben wir diese Kreuzung, ne? Und hier dieses Gasthaus, da müssen wir quasi rein. Und wenn wir da reingehen, müssen wir dementsprechend hier an der Wand ein Bild anklicken. Und das brauchen wir dann wiederum, um das gegen ein anderes Item einzutauschen. Als nächstes müssen wir dann nach Stratholm. Und zwar, wenn ihr nicht wisst, wo die Instanz ist, also wir sind immer noch in den östlichen Pestländern. Hier oben ist Stratholm, also wir müssen in den Haupteingang rein. Und wenn wir in den Haupteingang reinkommen, dann laufen wir quasi hier lang und hier nach, also quasi einmal nach links, zweimal nach links und hier am Ende, wo ich jetzt bin, Koordinaten 55, 70, dort haben wir so einen Karren stehen, den hier, und da ist ein Paket drauf, das müssen wir einmal anklicken, dann kriegen wir hier ein Item, nicht zugestellte Rauchwarnlieferung, ich habe schon Rauschwarnlieferung, aber okay, das ist eine Rauchwarn. Und die müssen wir auch wieder beim NPC quasi eintauschen, aber erst holen wir uns mal die ganzen Items, ehrlich gesagt. Dann bin ich jetzt weitergeflogen nach Andohal, das ist in den westlichen Pestländern. Ihr seht hier unten auf den Koordinaten 44, 69 und da müssen wir in das Rathaus quasi rein. Und wenn wir dann hier reinlaufen, dann haben wir hier rechts einen so einen Zettel. Den können wir mal anklicken.
Besitzurkunde von Andohal haben wir dann einmal gelootet und das ist dann quasi das dritte Item, was wir traden können. Dann sind wir jetzt zurück in den östlichen Pestländern und zwar in Darrowheim. Hier unten bei den Koordinaten 35, 83, also östliche Pestländer. Und dort haben wir, seht ihr, hier haben wir dieses kleine Dörflein und da an diesem Fleischwagen haben wir eine zertrampelte Puppe, die klauben wir auch auf. Und dann haben wir jetzt unser viertes Item. So, dann kommen wir zum letzten. Und zwar sind wir jetzt wieder zurück quasi in Sholomance, in dem Vorort. Und dort hier unten auf den Koordinaten 68, 78 in den westlichen Pestländern haben wir an diesem vertrockneten Brunnen einmal ein Eimer mit Brunnenwasser. Und den können wir noch anklicken. Und jetzt haben wir alle 5 Items. Plus einmal das Tagebuch. Und die Items müssen wir jetzt nämlich nehmen und mit NPCs hier eintauschen gegen Kerzen, weil wir brauchen 5 Kerzen und quasi das Tagebuch, um dieses Ritual auszuführen. Gleich hier am Brunnen haben wir Sammy stehen. Die rennt hier mit so einer anderen um den Brunnen rum. Und die können wir mal anquatschen. Die sieht man relativ schlecht. Ich vermute, man sieht sie auch nur, wenn man das Trinket anhat. Ne? Also solltet ihr die ganze Zeit anlassen. Und hier seht ihr, können wir die erste Kerze holen. Und da müssen wir die zertrampelte Puppe quasi einmal für eintauschen. So, das machen wir. Und dann haben wir jetzt schon mal die erste Kerze. Als nächstes können wir jetzt zum Magistrat Marduk. Der ist ein bisschen weiter oben hier in der Festung, wie ihr seht. Also näher am Eingang dran. Und also rechts vom Eingang. Wenn wir mit dem quatschen, haben wir auch wieder eine Möglichkeit, was einzutauschen. Und zwar brauchen wir da die Besitzurkunde von Anderhall, die wir vorhin geholt haben. Und dann können wir dementsprechend die zweite Kerze uns holen. Dann sind wir beim nächsten NPC. Josef Unrat schimpft sich der. Und ja, der ist quasi wieder ein paar Meter weiter drüben. Warte, ich kann mal hochfliegen. Hier. Ihr findet die relativ leicht, wenn ihr Tar und die Namen eingibt. Ich habe dem mal einen Mark gegeben. Und auch bei dem können wir jetzt wieder hergehen und einmal ein Item eintauschen und hier war es das Brunnenwasser aus Darrowheim. Ne? Tauschen wir ein und haben die nächste Kerze. Dann sind wir jetzt ein bisschen weiter runter geflogen, hier in den Rand, wie ihr seht, von Sholo. Und dort haben wir zwei NPCs, einmal die Künstlerin, Rennfrei oder wie die sich schimpft. Und bei der können wir auch eine Kerze eintauschen, der Weg hinaus, das war glaube ich das Bild, ne? Künstlerin und Bild passt, da haben wir dann auch nochmal eine Kerze. Und dann haben wir jetzt noch den Typen, der hier an dem Steg dran steht. Mit der Angel, oder? Ja, der hat eine Angel, also das ist der Angler. Und der nimmt dann nicht zugestellte Rauchwarnlieferung. Und da kriegen wir dann die letzte Kerze. Und jetzt sind wir soweit Paletti. Wir haben quasi das Tagebuch, den Oberschenkelknochen von der Eva und dementsprechend die 5 Kerzen. Sodala, wir haben jetzt alles zusammen. Jetzt können wir quasi wieder nach Sholo rein und unser Ritual ausführen. Und ja, dafür müssen wir quasi hier in den Eingang rein, aber nicht in die Stanz, also nicht nach links, sondern wir laufen hier nach rechts und dann einmal nach hinten durch, hier in den Raum. Also nicht nach oben, sondern einfach hier in den Raum rein. Und jetzt können wir quasi hier in dem Raum das Tagebuch einsetzen. Das machen wir jetzt mal. Ihr seht, dann kommt ein Balken, hier kommt dann auch dementsprechend also diese Kerzen. Wir lesen aus dem Tagebuch vor, ballen einmal um und tada, wir haben dann dementsprechend einmal das Achievement. Und jetzt haben wir, schaltet die Erinnerung an Sholomance frei und das ist auch eine accountweite Sache. Wir müssten jetzt mit allen Chars auf dem Account in das alte Sholomance reinkommen. Und jetzt haben wir hier so ein Buch, das können wir anklicken und da kommt dann auch schon das Portal. Und ja, jetzt sind wir in der alten Sholo-Instanz. Jetzt gucken wir mal durch, ob uns... Ja, das kommt mir doch bekannt vor aus Classic. Ah, schaut mal. Gut. Sobald ihr jetzt diese Freischaltung quasi aktiviert habt, könnt ihr mit jedem Twink, wie gesagt, hier reinlaufen und immer wieder die Bosse abfarmen. Es gibt einiges an Loot hier drin und zwar, wie ich das eingangs schon mal gezeigt hatte, könnt ihr ja einige Rezepte bzw. auch vielen alten Temok-Loot hier rausbekommen. Da ist auch dieses T0, heißt glaube ich, mit dabei. Ich kann es jetzt hier nochmal reinziehen. Also wir haben quasi hier die kompletten T0-Items und auch noch einiges mehr und viele alte Rezepte, wo man natürlich auch schöne
Transmog-Items rausbekommt. Gut, mehr ist es dann tatsächlich nicht. Das Ganze wird man dann auch fürs Nax-Rätsel noch brauchen. Da werde ich dann aber auch noch ein kleines Video zu aufnehmen. Und ja, damit sind wir jetzt zu Ende mit dem kleinen Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.